Grüße euch, liebe Genossinnen und Genossen. Weiter geht's hier bei Workers and Resources. Ich habe gerade noch auf Pause. Ich habe das Spiel so ein bisschen weiterlaufen lassen. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt stolzer Besitzer einer technischen Universität. Da habe ich noch die Mitarbeiter und Professoren einfach ausgemacht. Dazu hatten wir ja noch ein Studentenwohnheim gebaut. Da liegt aber ein Problem, wir haben noch gar keinen Strom hier. Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen verpennt. Wir müssen uns auf jeden Fall hier Strom entziehen. Könnten wir am besten sofort machen. Also Studentenwohnheim ist auch fertig. Und ich hatte jetzt hier noch eine Wohnung gebaut. Genau, hier lassen wir jetzt erstmal nur ab Bürger mit Schulabschluss einziehen. Ja, jetzt können wir hier hinter noch eins bauen. Also das mit der Kohle hat so gerade eben gereicht. Wir haben jetzt nur noch 60.000. Nicht viel. Ich hoffe, wir werden jetzt noch weiterhin Geld verdienen. Wir schauen mal gleich nächsten Monat. Das Krankenhaus wird gerade saniert. Gut, das lassen wir mal so laufen. Klar, Feuerwehr. Die mittlere ist gebaut worden. Achso, genau. In der letzten Folge sind so ein paar Kommentare reingekommen von euch. Erstmal vielen Dank dafür. Es ging auf jeden Fall darum, wegen Feuerwehr, ne? Klar, jetzt haben wir hier zwei Feuerwehrwachen. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es bei mir ziemlich oft brennt. Ich meine, wir sind immer noch nicht fertig mit der Forschung hier, ne? Bei der Parteizentrale, ne? Hier können wir noch zivile Infrastrukturen so forschen, ne? Also aktuell ist es so, ja, es brennt sehr, sehr oft hier bei mir. Und bei mir brennt es dann immer am meisten, wenn ich das Spiel weiterlaufen lasse zwischen Folge und Folge. Also hier werden wir jetzt erstmal so vier Kommissare, ne? Das lassen wir dann erstmal weiterforschen. Ja, es brennt auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und wenn ich ein Feuerwehrauto brauche, ist nie eins da gewesen. So ungefähr. Aber wenn ich mir zum Beispiel diese beiden hier angucke, ne? Die sind ja quasi wie im Einsatz hier, diese beiden Feuerwehrwagen hier. Ich weiß aber auch nicht, was die da machen. Ab und an mal kommen die wieder zurück und dann fahren die wieder dahin und ja. Also die haben wohl ab und an mal Einsätze. Und wenn es dann brennt, kommen die dann nicht von da dort weg, ne? Und dann ist halt schlecht. Was wir natürlich machen können, ja. Jetzt haben wir hier vier Feuerwehrautos. Wir können diese Feuerwehrwache, habe ich jetzt schon mal so beschäftigt, dass hier immer nur zwei, also ganz minimal beschäftigt. Weiter laufen lassen möchte ich die gerne. Das kostet uns ja nicht unbedingt viel Geld. Außer zwei Feuerwehrleute und so, ne? Also ich finde schon, also ich bin beruhigter, wenn wir jetzt diese beiden Feuerwehrwachen hier haben, auf jeden Fall. Ja. Also Strom müssen wir auf jeden Fall drüben haben, ne? Also hier lassen wir jetzt Leute einziehen. Wir machen mal die Geschwindigkeit erstmal auf normal. Strom brauchen wir auf jeden Fall. Das machen wir mal. Jetzt müssen wir uns erstmal angucken. Hier gibt es noch ein Plätzchen frei. Das ist hier oben. Das ist ein bisschen blöd, ne? Mich ärgert es, dass wir hier nicht noch irgendwie so einen Verteiler hingebaut haben. Ja, das ist echt ärgerlich. Das ist nicht noch ein Verteiler. Egal, wir ziehen jetzt. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Einfach mal da parallel. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wo müssen wir hin? Ich möchte mir hier noch so ein Umspannwerk hinbauen. Ich denke mal erstmal nicht, dass das hier stören wird. Wo müssen wir hin? Da. Das habe ich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen leicht verpennt. So. Ja, das kann von mir aus gebaut werden. Ziemlich schnell. Na, Studentenwohnheim 2 ist auch schon fertig.
Ich denke mal, dass wir immer noch so eins, zwei hier nebenbauen werden, ne? Ich finde diese länglichen hier irgendwie doch ein bisschen cooler. Die können wir besser platzieren hier als diese Querdinger hier. Gut. Also hier, ne, die Kommissare sind auch reichlich da, weil wir hatten das ja so gemacht, dass wir in dieser Wohnung hier, Ziegel 2, nur Leute drin haben, die etwas schlauer sind, ne? Alle Universitätsabschluss, genau. Das habe ich jetzt ein bisschen anders eingestellt, die können jetzt in der Schule, Krankenhaus, Parteizentrale, Polizeirevier und Gerichtsgebäude. Das sind so diese fünf Gebäude, wo dieses Haus quasi nur drin arbeitet, ne? Weil wir hatten ja auch Probleme mit der Polizei. Diese kleine Polizei, oder das kleine Polizeirevier ist mir auch, glaube ich, auch schon so klein, ne? Aber wir haben wieder ein paar Knackis. Ne? Wir haben fünf Häftlinge, haben wir schon. Richter sind eigentlich auch immer da. Ja, es geht ja. Also es läuft schon bedeutend besser. Ärzte haben wir auch reichlich. Lehrer haben wir auch reichlich. Das Gute ist, ne, wir können hier oben sehen, ne, 0% an Arbeitslose. Ne? Aufgrund fehlenden Schulabschlusses haben wir jetzt 0. Wir haben das Problem gelöst. Dass wir erstmal wieder da auf 0 sind. Wegen des Kindes 1, okay. Ja, das geht auch wieder weg. Also wir haben es geschafft, wieder keine Arbeitslosen zu haben. Die haben wir alle wieder irgendwie an der Schippe gekriegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Technische Universität. Ja. Achso, was genau? Dieses Problem hier, ich hatte mich ja gewundert, warum wir hier nur auf 110 immer nur bekommen, ne? Es gab ja ein Update, dann habe ich mal nachgeforscht. Hier unter große Wohnungen hatten wir Anfang des Let's Plays, gab es ja hier zwei Wohnungen, die freigeschaltet sind. Jetzt gibt es nur noch hier so eine Wohnung mit 156 Plätze oder so. Oder wie viele waren da jetzt? Mit 157 Plätze, so. Das sieht natürlich anders aus, ne, wie das, was wir hier gebaut haben. Das waren ursprünglich 146 Platz. Die finden wir wiederum hier, Wohnung Ziegel, aber die Passagierkapazität ist nur bei 110. Also das ist das Gleiche, nur das haben die wohl runtergedrosselt. Wir haben einfach nur Glück, glaube ich gerade, weil wir das vor dem Update gemacht haben und deswegen kriegen wir hier noch 146 rein. Das ist mega cool, ne? Also das sind auf jeden Fall die wir mal gebaut haben. Geil. Sehr schön. Genau, der Harald hatte auch noch einen Kommentar da gelassen. Es geht da so um Sondermüll. Achso, wir lassen mal das Spiel weiterlaufen. Es geht da um Sondermüll, ne? Sondermüll einkaufen und den dann bei uns verbrennen, ne? Oder allgemein, ich glaube, ein Kommentar ist auch reingekommen von Pepis Welt, ja, genau. Da geht es um den eigenen Müll, den wir ja immer hier irgendwo abholen, dass wir den verbrennen. Ne? Wir können ja hier irgendwo sagen, wo haben wir das? Müll. Müllverbrennung, genau. Hier gibt es Müllverbrennung, groß oder klein. Da können wir ja unseren Müll verbrennen. Macht natürlich eine große Umweltverschmutzung. Das heißt, wir müssen das irgendwie schon ziemlich weit von unserer Stadt. Also ich denke mal, wenn wir hier eine Müllverbrennung hinbauen, sollte das klappen, ne? Klar, könnten wir machen, so eine Müllverbrennung, aber wir schreiben immer noch nicht grüne Zahlen hier. Weil es ist auf jeden Fall eine gute Idee, klar, ne? Mit Müllverbrennung und so eine Geschichte. Oder Sondermüll einzukaufen und so weiter. Können wir natürlich auch. Jetzt wollte ich gerade erstmal was gucken. Ach genau, ich glaube, ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht vor dieser Folge. Und zwar hatten wir hier so ein bisschen Probleme gehabt, dass wir das Öl hier nicht abgefahren haben, sodass der Tank immer auf 300 Liter war und die LKWs gar nicht mehr hinterher kamen. Da habe ich einfach vor Schreck nochmal zwei LKWs gekauft.
Das lag wahrscheinlich daran, dass diese vier LKWs, die es ursprünglich hier gab, die immer von A nach B gefahren sind, hier immer im Stau waren. Aber wir haben ja jetzt keinen Stau mehr. Weil ich ein wenig Sachen geändert habe. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, dass die Müllwagen ihr Müll einfach hier oben hinbringen. Die Baustoffe, die werden jetzt auch zum Teil da oben gekauft. Also ich habe vieles nach oben gelenkt, was nach oben zu lenken ist, sodass wir hier weniger Stau haben. Und somit konnten jetzt diese Tanker hier viel besser von A nach B fahren, ohne Stau. Aber ich habe vor Schreck einfach vorher noch zwei solche Tanker geholt. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich zwei zu viel hier haben. Jetzt weiß ich nicht, was wir mit diesen beiden hier machen sollen. Einfach weiterlaufen lassen oder Pause machen lassen. Ich habe keine Ahnung. Aber momentan läuft es ganz gut, ne? Hier steht nicht groß einer im Stau, oder? Wir werden das beobachten. Schreiben jetzt grüne Zahlen. Ja. So ungefähr, ne? Ich meine, wir müssen ja immer noch bedenken, diese grünen Zahlen sind ja nicht das Wahre, ne? Also wir müssen ja immer noch bedenken, klar. Wir müssen ja auch noch den Kredit abbezahlen und halt diese Zinsen, ne? Die kommen ja noch dazu und so. Und ich weiß nicht, ob wir das alles so packen werden. So, was passiert hier? Hier sind schon 90 Leute drin. 90 Leute mit mindestens einem Bürger mit Schulabschluss. Okay. So, dass wir hier mehr Leute hinbekommen. Sind die denn jetzt schon am Bauen hier? Oh weh, oha. Die haben schon die Leitung gebaut. Wie geil ist das denn? Ja, die sind schon am Bauen. Cool. So, dass wir hier dieses Studentenwohnheim gleich am Laufen kriegen. Ja. Wir schauen mal. Wir haben jetzt unter 200 Arbeiter mit Universitätsabschluss, ne? 197 haben wir. Ich würde jetzt gerne mal einfach mal hier maximal 75 Professoren können hier. Oha. Endlich haben wir mal eine vernünftige. Wir machen das erstmal auf Vollgas hier. So. Genau, Harald hatte auch noch einen Kommentar da gelassen. Man könnte natürlich anfangen mit Chemie das zu erforschen, ne? Weil mit Chemie können wir schon lecker Geld machen, ne? Wenn wir mal gucken, unter Chemie. Es gibt es hier so eine kleine und eine große, ne? Aber ich denke mal, dass wir auch die kleine bauen werden. Wenn wir das erforscht haben. Wir brauchen Kies, Holz, Pflanzen, Öl, Wasser und ja, Strom. Daraus können wir Chemikalien machen. Maximale Produktion pro Tag wäre 0,81 Tonnen Chemikalien. Pro Tag. Das ist. Ja, das ist schon wenig, ne? Das ist schon wenig. Aber wenn wir mal überlegen, das Kies kostet ja eigentlich nicht viel, ne? Das könnte man einkaufen. Oder halt auch selber produzieren. Aber da müssen wir erstmal so ein Kieswerk und so bauen. Holz ist eigentlich auch nicht teuer, das Rohholz. Pflanzen, das machen wir selber schon, ne? Wasser auch. Und Öl halt. Das ist auch ganz wichtig. Also wir kriegen hier für wenig Geld wahrscheinlich. Viel Chemikalien, ne? Jetzt müssen wir auch mal die Zufriedenheit, die ist alles cool, ne? Also das mit den Chemikalien wäre schon eine coole Sache. Wir müssen natürlich alles hier irgendwie importieren hinterher, ne? Ich bin auch überlegen, wo bauen wir dann diese Chemiedingen dann dahin, ne? Die Chemieanlage braucht maximale Anzahl der Arbeiter 60. Die große braucht 700. Aber die kann natürlich maximal 9,4 Tonnen. Okay. Genau, Harald hat auch noch in den Kommentaren dargelassen. Aus Chemikalien können wir dann hinterher auch Sprengstoff machen, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Sprengstofffabrik. Weiß ich nicht, ich bin glaube ich ein bisschen zu blöd. Ich sehe diese Sprengstofffabrik hier nirgendwo. Mich würde das mal interessieren, wo zum Geier finde ich diese Sprengstofffabrik? Aluminium, Staubguts. Es müsste doch hier irgendwo oder unter sonstiger vielleicht. Ziegelfabrik. Zementfabrik. Das sind alles Zementfabriken, ne? Ja. Kieswerk, genau. Ich weiß nicht. Ich hab zwar eine Brille auf, aber irgendwie. Bin ich da zu blöd? Oder was finde ich das denn?
staatliche Infrastruktur vielleicht. Nein. Ich glaube nicht. Eine Sprengstofffabrik finden wir unter Notfall. Nein, auch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung gerade, echt nicht. Weiß nicht. Muss ich mal später. Oh ja, grüne Zahlen schreiben wir. Also es wird schon vielleicht klappen, ne? Was ich nochmal zum Spaß so ein bisschen... Oder was heißt zum Spaß? Also eigentlich ist das schon so mein Ernst. Ich hatte nach weiteren Ölquellen tatsächlich gesucht. Wenn ich mich jetzt... Aber Ölquellen, die halt so in der Nähe von so einem Zollamt sind, ne? Und hier zum Beispiel... Hier gibt es auch was, ja. Hier könnte man eine Ölpumpe hinbauen. Mit zwei LKWs. Es gibt wieder so ein paar Tausender mehr im Monat. Und ich glaube hier irgendwo noch, ne? Wo war das denn noch? Irgendwo auch hier in der Nähe. Also wir haben hier schon... Ne, hier war das nicht. Doch hier, genau. Hier, der Weg wäre auch noch akzeptabel, ne? Von dort nach hier hinzufahren. Also könnte man machen. Könnte man machen. Man kann natürlich auch ins Dollargeschäft reingehen, ne? Wenn wir... Das könnten wir natürlich auch machen, ne? Ja, das ist mir alles so weit weg. Wenn ich es im Kopf kriege, ne? Dann machen wir das mit diesen zwei Öldingern noch. Weil wenn es ums Geld geht, bin ich das schnell ängstlich. So, da sind wir, ja. Läuft das hier eigentlich? Das habe ich auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, das läuft, ne? Solange die Dinger hier pumpen, läuft das. Ja, könnte sein, dass wir das geschafft haben. Wir haben jetzt nichts mehr zu bauen. Das Studentenwohnheim hat keine Studenten. Hab ich hier irgendwas verpennt? Wir wollen keine Studenten einziehen, okay? Woran liegt das, dass wir keine Studenten haben? Bin ich gerade... Habe ich irgendwas gemacht hier? Strom hat es auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo könnten wir das nochmal schauen? Andere. Kinder, die nicht lernen können. Universität 50, 53, 52. Okay, davon haben wir welche. Gefangene, die nicht arbeiten können. Müssen Gefangene arbeiten? Habe ich hier irgendwas verpennt oder was? Wo bleibt eigentlich dieser Bus, der hier immer die Studenten hinbringt? Ist der kaputt gegangen oder was? Ach, das ist er hier. Genau, hier hatte ich auch so ein bisschen was geändert, ne? Hier machen wir es mal wieder auf 100. Weil die Schüler, die hier aussteigen, die wollen ja wahrscheinlich nicht hier in diesen Studentenwohnheim rein, ne? Auf jeden Fall haben wir hier nur drei Professoren und hier muss eigentlich auch noch so einiges passieren, ne? Dass wir hier mehr Leute reinkriegen. Wir brauchen mehr Professoren. Genau, wir wollten uns nochmal diesen Forschungsbau mir angucken, ne? Was wir jetzt hier so forschen können. Hier zum Beispiel ist diese Chemie. Ist, glaube ich, da auch das Erste, was wir machen werden. Ne? 1200 Arbeitstage braucht diese Forschung, okay. Ingenieurswesen. Hier können wir eine Fabrik bauen, indem wir mechanische Bauteile herstellen können, okay. Das ist Umweltbasisforschung. Forschung, der Beginn einer Forschungsdisziplin, die untersuchen, die Umweltverschmutzung wird. Okay. Also für mehr Gesundheit wahrscheinlich, ne? Okay. Nutzung von Rundfunk, das ist natürlich cool. Radio und so, ne? Studie zu Beton. Mhm. Treibstoffherstellung. Ja.
erforsche, wie Rohöl verarbeitet werden muss, um es in Kraftstoff verwandeln, der in den Fahrzeugmotoren... Boah, jetzt... Geil. Bitumenherstellung, ja, ist eher... Also diese Treibstoffherstellung hätte ich schon fast mehr Bock drauf, wie auf Chemie. Oha, geil. Bevor ich das vergesse, so viel quatsche, wir müssen diese Baustelle hier unbedingt fertig kriegen. Wir müssen diese Kiesstraße hier fertig kriegen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, wenn es hier mal brennt. Er soll der Feuerwehr kommen. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Boah, da hätte ich schon Bock drauf, ne? Auf Treibstoffherstellung. Weil wir halt auch hier schön lecker Öl schon machen. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Chemie, Kohle, Öl, da. Da ist die Ölrefinerie. Ja. Die können wir ja wahrscheinlich hier forschen. Ne? Maximale Anzahl der Arbeiter 500. Boah. Oh, gibt es da nichts Kleineres? Für den... Achso, wir sehen jetzt nicht die Baukosten hier, ne? Weil wir es ja noch nicht erforscht haben, okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier reichlich... Nee, sehen wir nicht. Dass wir hier reichlich Stahl brauchen, ne? Hätte ich schon Bock drauf, ne? Maximale Produktion pro Tag 125 Tonnen Treibstoff. Braucht natürlich auch 250 Tonnen Öl. Ach Leute, ich weiß nicht. Was soll ich tun? Das mit Chemie ist geil. Aber das mit Treibstoff, das ist auch geil. Der Chemie... Chemikalien kosten 1700 die Tonne, ne? Ja. 1700 die Tonne Chemikalien. Treibstoff bekommen wir nur... Wo haben wir das denn? Achso, Öl, das war Öl da. 197, ne? Klar, das ist natürlich... Es ist nur ein kleiner Bruchteil, ne, von Chemikalien. Sprengstoff, da haben wir Sprengstoff, ne? Also Sprengstoff ist schon fast so viel wie Kleidung. Aber ich hätte schon Bock auf Treibstoff herstellen. Geht einfach auch darum, weil wir ja auch... Jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt Juli dieses Jahr. Guck mal, dieses Jahr haben wir für Treibstoff 44.000. Klar, Chemikalien haben wir immer noch mehr. Chemikalien ist auch immer das, was auf Platz 2 steht, ne? Ja. Danach kommt aber direkt Treibstoff. Ich weiß nicht. Hätte ich schon. Was gibt's denn noch hier? Ja, wir brauchen mehr Professoren. Was? Das ist ja blöd hier. Mehr Professoren brauchen wir. Kriegen wir es denn noch hin? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich möchte hier... So. Jetzt ist Technische Universität über 16%. Zentrale da, Krankenhaus. Dieses Gebäude hier möchte ich eigentlich auch noch bauen dazu. Dann sind wir endlich mal vollständig hier. Dann haben wir auch endlich mal unsere Stadt fertig gebaut. Zumindest das, was wir am Anfang geplant haben. So, jetzt sollten hier mehr Professoren reinkommen. Ja, jetzt gucken wir nochmal eben fix weiter. Also, Studie zu Beton, genau. Metall. Eine Disziplin über das Verhalten von Metall und Legierung. Stahl, Aluminium. Ah, okay. Geologie. Schaffe einen Fachbereich für Geologie, um mehr über Mineralien wie Bauxit und sowas zu erfahren. Okay. Flughäfen. Schön. Nuklear. Oha. Erneuerbare Energien. Ja, auch cool. Müllverarbeitung. Studie über die Möglichkeiten, wie man Müll was trennt, ne? Recyceln kann. Okay. Ein Gaskraftwerk düngen. Das wäre natürlich interessant für unsere Felder, ne? Nee, da kommen jetzt nur zwei Sachen hier so, ne? Entweder Treibstoff herstellen oder... Nee. Oder gibt's nicht. Wir... Können wir das hier?
Hä, wo sehe ich? Ach, da unten. Ich wollte schon sagen, wo haben wir das denn hier? Ja, das lassen wir mal. Was haben wir denn hier eingestellt? Ich meine, hier ist ja nur eine kleine Parteizentrale, ne? Wie weit sind wir denn hier? Aha. Da ist es schon wieder. Ein Gebäude brennt. Oh nein. Lieber Gott. Warum sind diese blöden Fahrzeuge hier ständig? Das gibt's doch gar nicht, oder? Diese blöden beiden Dinger. Ich weiß nicht, was die hier machen. Jetzt mal ganz ehrlich. Was machen die denn die ganze Zeit? Können wir die nicht zurückholen? Wir können doch irgendwie Autos zurückrufen, oder nicht? Arbeitsplatz? Nein. Alle Fahrzeuge verkaufen? Nein. Ich würde gerne diese blöden Feuerwehrleute kündigen. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit hier machen. Ich glaube, die sind immer da oben bei Oma Kaffee trinken oder was. Ich habe keine Ahnung. Jetzt weiß ich auch gar nicht, wie können wir diese blöden Fahrzeuge dann zurückrufen? Können wir das überhaupt hier? Habe ich natürlich noch nie gemacht, ne? Ne, wir können das Gebäude umbenennen. Nö. So, ja, wo brennt's denn? Hilfe. Ich hoffe nicht. Oh, was brennt denn jetzt? Das Warenhaus brennt, aber ist... Na? Hier sind jetzt kommen endlich mal zwei Feuerwehrautos hier hin. Wie oft hat es bei mir gebrannt und es ist einfach kein Feuerwehrauto gekommen, weil bei Oma der Kaffee besser war. Ja, scheiß doch drauf, ob hier irgendwas brennt. Geil. Komm, lass gehen. Mach nass das. Was machen die? Was hauen die denn schon wieder ab hier? Achso, ist schon gelöscht oder was? Achso. Ja, cool. Spritzer Wasser aufs Dach und fertig damit. Bestimmt eine Zigarette aufs Dach geschmissen oder so. Schön. Also das Geld vermehrt sich, ne? Wie man sieht. Ist genau das, was wir wollten. Also ich glaube, wir haben es die kleine Krise überstanden, ne? Dann kann ich ja abends wieder besser schlafen. Gut, wir bauen jetzt noch diese Wohnung hier. Ich meine, ich denke mal, dass ihr für die Forschung der Chemikalien eher seid, ne? Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren da lassen. Also Treibstoffherstellung hätte ich auch mega, mega Bock drauf. Weil ich finde, es ist ziemlich einfach herzustellen. Wenn ich mir jetzt Chemikalien angucke, da brauchen wir Kies, da brauchen wir Pflanzen, da brauchen wir Holz, da brauchen wir das und das und das und das und das, ne? Da brauchen wir viele, viele Lieferanten, finde ich, ne? Die diese Chemiefabrik befüllen. Machen wir natürlich auch. Aber erstmal diese Treibstoffherstellung, das wäre schon mega. Nee, das machen wir erstmal so. Machen wir erstmal so. Jetzt habe ich noch vor. Jetzt regnet es hier gerade, ne? Ich hatte mir das mal angeschaut. Wo haben wir das denn? Wo konnte ich das? Das geht wegen dieser Kiesherstellung, ne? Das wäre natürlich auch cool, wenn wir dann unseren eigenen Kies herstellen. Ich denke mal, dass wir da auch einiges brauchen werden. Ja. Ach, hier unter Sonstiges, mein Gott. So, Kiesgrube, genau. Wir brauchen hier hinterher erstmal eine Kiesgrube, ne? Eine große oder eine kleine. Und dann noch so ein Kieswerk. Und ich hatte mir gedacht, dass wir hier... Weil wenn wir diese Straße hier fertig haben, können wir ja Arbeiter hinterher hier so hinschicken. Ja, das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Also hier eine Kiesgrube hinbauen. Weil hinterher können wir ja aus Kies und so weiter... Genau, hier Kies und so weiter können wir ja auch hinterher Zement und so herstellen. Ne? Also ein eigenes Betonwerk hier hinbauen. Oder Zementsilo, ne? Und hinterher können wir daraus Beton machen, ne? Das wäre, glaube ich, ein ganz cooles Plätzchen hier. Wir sind immer noch weit weg von der Stadt. Aber ich weiß nicht, ob diese Entfernung reicht. Das könnte man mal ja mal ausmessen. Ne? Wo haben wir denn unser Werkzeug dafür? Wo ist unser Maßstab? Vermessungswerkzeug, da, genau. Also wenn sich das Ganze hier abspielt. Und dann so bis zur Stadt sind es 1100 Meter. Ich glaube, das sollte gehen, ne?
Ja, ich glaube, das sollte gehen. Das wäre auf jeden Fall ein Plan, dass wir das hier so hinbauen. Denn dann würde unsere Bauindustrie würde auf jeden Fall davon profitieren, ne? Wenn wir da unser eigenes Kieswerk hinbauen. Okay. Ich lasse auf jeden Fall noch diese Wohnung hier zu Ende bauen. Studentenwohnheim ist noch ein Fragezeichen gerade bei mir. Warum ziehen die denn da nicht ein? Liegt es daran, dass die Wohnhäuser zu weit weg sind? Ich weiß es gerade gar nicht, echt nicht. Vielleicht macht es gleich bei mir Klick. Aber ich denke mal einfach, dass es alles zu weit weg ist, ne? Nicht cool, okay. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir haben ja eigentlich genug Knatter, haben wir, ne? Genug Geld haben wir, weil Brennerei, dies, das läuft. Ich würde gerne diese Nahrungsmittelfabrik mitbauen lassen. Das starten wir auch noch. Weil wenn wir jetzt schauen, wir haben immer noch 3700 Tonnen Pflanzen auf Lager. Und die sind jetzt schon wieder am Ernten hier. Das heißt, wenn die gleich mit der Ernte fertig sind, dann haben wir 8000 Tonnen hier drin. Und wir kriegen das gar nicht so schnell weiterverarbeitet. Deswegen, wir bauen noch so eine Nahrungsmittelfabrik. Schicken dann dorthin der Arbeiter, ne, mit dem Bus dahin. Dann soll das wohl was werden. Ich denke aber, dass wir erstmal lange diesen Bauernhof nicht brauchen werden. Weil danach fangen wir dann auch schon zeitlich an mit diesem Schlachthof. Also mit dieser ganzen Fleischherstellung, ne? Das machen wir dann auch noch. Ja, so ist der Plan. Also, liebe Leute, Daumen nach oben. So, nee, das war das alte. Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks. Wie gesagt, immer gerne rein damit. Aber bisher gefällt mir das wieder ganz gut. Können wir uns wieder auf andere Sachen konzentrieren. Gut, Leute, gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.